Hallo und herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Ich bin Janine aus Berlin und heute zeige ich euch, wie man diese wunderbare Card macht. Mit verschiedenen Stempelsets, mit einer Stanze und ja, mit einem wunderbaren Stanzenset. Dann bleibt dran! So, als erstes brauchen wir wie immer die Grundkarte. Das ist 10,5. Mal 29 und eine Falz bei 14,8. Dann brauchen wir einen Aufleger, auch im Weiß, genau wie die Grundkarte. 10,5 mal 14,8. Und wir brauchen noch einen Aufleger in DSP, also Designer Serious Paper, auch in 10,5 mal 14,8. Das ist folgendes Papier. Und zwar das blühende Worte. Nee, blühende Fantasie. Da hat man hier diese ganzen geblümten Papiere und davon eben ein Stück. So, dann machen wir folgendes. Dieses hier kann schon mal hier oben drauf geklebt werden. Da reicht ganz normales doppelseitiges Klebeband. Ich nehme dazu einfach mal Fast Fuse. So, und dieses hier wollen wir jetzt einschneiden, und zwar ungefähr so lang. Dann nehme ich mir jetzt am besten ein Lineal und mein Perforierwerkzeug und mache mir da schon mal Linien, dass das ungefähr hier und hier ungefähr... Mache ich mal ein größeres Stück. Ungefähr so. Und das schneide ich mir jetzt praktisch nach. Mit meinem Trimmer. So, da muss ich mal kurz schauen, dass ich auch die Linien treffe. So. Nummer 1. Und dann die zweite Linie lege ich halt so auf den Trimmer, dass hier der Strich, den ich gerade gemacht habe, die Falz direkt abschneidet oder direkt übergeht. So, mein Schneider schneidet leider wieder nicht so richtig. Brauche ich erstmal wieder neue Klingen, aber es genügt mir. Dann kann der wieder weg. Das Stück brauchen wir dann nicht. Und das sieht dann nämlich so aus. Das kommt ja dann hier oben hin. Und das kommt hier unten hin. Dann haben wir nämlich so einen kleinen Freiraum, wo dieses Muster zu sehen ist. Hier zwischen möchte ich jetzt noch Papier haben. Also direkt das, was hier vorlugt. Und zwar nämlich dafür folgende Farbe. Hier sind ja die... Hoffentlich sieht man das. Genau. Hier sind diese Farben eben mit drin. Und auf dem Papier sieht man Minzmakrone, Petrol, Saharasand und Flüsterweiß. Und ich möchte, dass da das Papier im Petrol hervorlugt. Und Petrol habe ich hier. Und da schneide ich mir jetzt auch ein Stück was von weg, was dann davor lupen kann. So, dafür nehme ich mir auch wieder ein Schneidebrett und schneide ungefähr, ich denke mal, einen Zentimeter reicht. Gucke ich jetzt hier drüben und messe hier drüben bei 1 Zentimeter.
und schneide mir das Stück jetzt ab. So, dann kommt das erstmal wieder weg. Mal gucken, ob das reicht. So, das kommt ja dann hier hin. So, dass aber nur ungefähr ein halber Zentimeter davor lugt. Einmal so, dann würde ich das abschneiden und der Rest müsste eigentlich hier drüben auch passen. Schaue ich mal nach. Also ich klebe mir das jetzt erstmal hier ran. Dafür nehme ich wieder Fast Fuse. Ja. Ich klebe mir hier die Seite fest. Also mach mir hier den Streifen direkt mit Kleber. Und guck jetzt ungefähr, dass ich so in der Mitte bin. Ein Stück von hier oben wird da jetzt dann gleich mit abgeschnitten, deswegen setze ich das ein Stück weiter tiefer an. Aber so ungefähr, dass ich mittig komme. Das dürfte so ungefähr sein. Und wenn ich mir das so anlege. Das reicht noch nicht ganz, sehe ich gerade. Aber ich kann auch ein bisschen schummeln, also das ist kein Problem. Okay, okay. Dann nehme ich hier meine Schere und schneide mir das hier unten ab. Zack. Und das mache ich mir jetzt, klebe ich mir jetzt hier unten ran. Also mache ich das mit dem hier jetzt ganz genauso. Ich mache mir hier jetzt Kleber ran. Und klebe mir das ungefähr 1 Zentimeter lang ran. Einen halben Zentimeter. So. Und jetzt schneide ich mir das so ab, dass es dann auch gleich für die Karte passt. Einmal so gehe ich die Linie lang und einmal so. Und wenn ich das jetzt dann aufkleben würde, mache ich hier noch. Dann habe ich das jetzt genau so und meine beiden Streifen lugen praktisch davor. Ist jetzt ein bisschen unschön mit meinem Trimmer, dass er nicht so richtig geschnitten hat, aber dann mache ich das einfach durchweg nochmal den Rand so ein bisschen beschädigen. Dann sieht das so ein bisschen vintage aus und dann fällt es auch gar nicht mehr so auf. Das kann ja auch ein ganz toller Stil sein, wenn es hier so ein bisschen angefressen aussieht. Mache ich einfach rundherum und dann passt das alles zusammen. Also Tipp für alle, wo die Schneideklingen nicht mehr so gut funktionieren, nicht mehr so scharf sind. Einfach rundherum das alles ein bisschen anrauen. Jetzt klebt es hier schon, wo es gar nicht kleben soll. Aber das kleben wir ja dann gleich wieder richtig ran. So, das ist jetzt angeraut. So, aber es wird noch nicht angeklebt, denn wir müssen noch was stempeln. Das lege ich jetzt erstmal beiseite, das auch. Hier stempeln wir jetzt was rauf. Und zwar nehme ich aus diesem Set Geburtstagsblumen diesen schönen Stempel. Allerliebste Grüße zum Geburtstag.
und mein Stamping Mist. Dieses hier sprühe ich auf die Seite, wo hier oben die Ringtropfen sind. Das riecht auch wirklich sehr gut. Dann wische ich meinen Stempel da rein, bis nichts mehr zu sehen sind von der Farbe. Und auf der Seite ist eine Sonne zu sehen und da reibe ich ihn wieder rüber und dann ist er trocken. So, und dann kann ich ihn wieder zurück in die Packung tun. Und alles ist wieder sauber und ordentlich. So, wir sind aber noch nicht fertig, denn für die Deko, das ist jetzt soweit fertig, aber für die Deko brauchen wir noch was. Und zwar nehme ich mir dann weißes Papier. So. Und noch ein anderes Stempelset. Und zwar dieses hier, besondere Grüße. Und daraus möchte ich erstmal einige Blätter machen, stempeln. Und zwar nehme ich das Blatt hier unten einfach. Die kann ich dann nämlich dann auch gleich ausstanzen mit dem passenden Stanzenset. Aber die Blätter mache ich jetzt erstmal in Savanne. Wo ich ein paar mehr, ich weiß noch nicht genau, wie viele ich haben möchte, mache ich einfach mal ein paar mehr. So, dann habe ich noch verschiedene Blüten. Da nehme ich jetzt... Ich glaube, dass ich dann noch das kleine Extra haben möchte mit den zwei Blüten. So.
Hier nehme ich mir jetzt einfach mal meine Hand und wölbe mir das hier so ein bisschen. Klebe ich jetzt einfach ineinander und die klebe ich ineinander. Und das mache ich am besten mit Glue-Dots. So, wunderbar. Dann ist es hier halt ein bisschen erhöht und das liegt so im Hintergrund und ich finde, das hat einen wirklich schönen Effekt. So, und jetzt kommt hier alles mit auf die Karte, wie ich es haben will. Ich lege es mir erstmal hin.
Und ja, mit der Farbkombination, die das Designerpapier immer hergibt, daran kann man sich eben auch halten und orientieren und diese Farben eben kombinieren. Und das finde ich einfach super schön. Ja, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch, wenn euch die Karte gefallen hat. Und abonniert am besten meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet. Ja, und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Video. Tschüss!